أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. Wir haben in der letzten Lektion die verschiedenen Wege erläutert, wie sich der Mensch das Wissen bezüglich seiner Religion verschafft. Wir haben in der vorletzten Lektion den ersten Punkt erläutert, nämlich Al-Ijtihad, und haben in der letzten Lektion die religiöse Nachahmung, also Al-Taqlid, behandelt und ihre Notwendigkeit thematisiert. Wir haben gesagt, dass der Taqlid quasi das Verfahren gemäß dem Rechtsurteil eines religiösen Experten ist. Das heißt, das Wort Taqlid kommt vom Wort Al-Qilade, also die Kette. Und es ist so, als hätte man quasi die Kette seiner Taten am Hals des Rechtsgelehrten angelegt. Wir haben gesehen, dass der Taqlid auch notwendig ist, denn nicht jeder hat die Möglichkeit, Ijtihad zu betreiben. Nicht jeder hat die Möglichkeit, mehrere Jahrzehnte in einer islamischen Institution zu verweilen, um selber die religiösen Rechtsurteile aus den Quellen zu extrahieren. Im Folgenden möchten wir nun die Beweise anführen, die den Taqlid erlauben. Und zwar lesen wir im religiösen Rechtswerk von Al-Sayyid al-Allama al-Haydari auf Seite 12 verschiedene Überlieferungen und Beweise bezüglich des Taqlids und seiner Legitimation. Der Sayyid schreibt, da die Hauptquellen der religiösen Rechtsurteile, nämlich der heilige Koran und die gesegnete Sunna des heiligen Propheten und seiner Ahlul Bayt, bis zum heutigen Tage erhalten blieben, wurde der Ijtihad, also die Anstrengung, die Bemühung, stets weitergeführt und als eine wissenschaftliche Lehre gefestigt, um jene Quellen zu analysieren und aus ihnen die religiösen Rechtsurteile zu extrahieren. Dies ist auch ein Grund, wieso der religiös Erwachsene nicht auf ein religiöses Rechtsurteil von Gelehrten beharren sollte, welche vor einigen Jahrhunderten gelebt haben, da die Anstrengungen und Analysen und Studium stets weitergeführt und ausgebaut wurden. Ja, wir haben auch zu Beginn des Islams mehrere Rechtsgelehrte gehabt, die den Islam auch erklärt haben. Wieso stützen wir uns nicht quasi auf die Gelehrten, die vor 1000 Jahren oder die vor 500 Jahren oder die vor 300 Jahren gelebt haben? Und wir sehen, dass der Ijtihad eine Lehre ist. Und diese Lehre wird im Laufe der Zeit immer weiter ausgebaut und vertieft. Und je mehr man sich von der Zeit der Herabsendung entfernt, umso größer ist die Bemühung, diese Rechtsurteile quasi weiter aus den reinen Quellen zu extrahieren. Ansonsten wäre es so, als würde man sich immer noch auf die medizinische Heilkunde des Mittelalters verlassen und die neueste und moderne Technologie verwerfen, obwohl sie tiefreichender ist. Ja, also wenn wir uns quasi jetzt auf die alten Lehren stützen würden, wäre es quasi so, als würden wir uns immer noch auf die Heilkunde des Mittelalters verlassen oder auf die Mechanik des Mittelalters oder wir würden immer noch auf die Ingenieurskunst von vor einigen hundert Jahren zurückgreifen und die heutige moderne Lehre verwerfen. Deshalb ist das Verhältnis des Nachahmers zum Vorbild der Nachahmung, also Marja al-Taqlid, stets ein lebendiges und andauerndes Verhältnis. Der Rang eines wahrhaftigen Rechtsgelehrten ist insofern wichtig, als dass er der allgemeine Vertreter des Imams, möge Allah seine Erscheinung beschleunigen, hinsichtlich der religiösen Aspekte ist. Das Vorbild der Nachahmung ist damit in der Zeit der großen Verborgenheit das Zentrum des Menschen und die religiösen Urteile zu erkennen. Ja, der Faqih, der religiöse Rechtsexperte, wird als der Vertreter des Imams bezeichnet. Aber wir dürfen dies jetzt nicht verwechseln mit den Vertretern, die er in seiner kleinen Verborgenheit hatte. Denn der Imam hat sowohl direkte Vertreter als auch indirekte Vertreter. Die direkten Vertreter wählt er namentlich aus. Er sagt, dieser und dieser und dieser, die sind meine direkten Vertreter. Indirekte Vertreter, wie wir sie heutzutage zum Beispiel haben, wären zum Beispiel, dass der Imam bestimmte Eigenschaften nennt und den Menschen sagt, oh ihr Menschen, derjenige, der diese und diese und diese Eigenschaften erfüllt, ist meine Hujja, also mein Beweismittel auf euch. Ja, und das werden wir auch inshallah heute näher analysieren. Dann führt der Sayyid den Vers auf, den wir in der ersten Lektion erläutert haben, nämlich der Vers aus Surah At-Tawbah, Vers 122.
worin Allah subhanahu wa ta'ala sagt: فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةً لِيَتَفَقَّهُ فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. Warum zieht denn nicht aus jeder Schar eine Gruppe aus, auf dass sie wohl bewandert würden in der Religion und nach ihrer Rückkehr zu ihrem Volk es warnen könnten, dass es sich vor Übel hüten mag? Ja, diesen Vers haben wir in der ersten Fiqh-Lektion ausreichend erläutert und auch die Worte von Allama Tabatabai diesbezüglich gelesen. Die Gelehrten wurden als Erben der Propheten vorgestellt und dies geht auf eine Überlieferung über den heiligen Propheten zurück. Und jetzt führt der Sayyid einige Überlieferungen auf, die wir auch in der ersten Fiqh-Lektion erläutert haben, um quasi den Rang des Faqihs zu erklären, von wem wir unser religiöses Wissen beziehen. Denn es kann nicht sein, dass wir Taqlid bei irgendjemandem machen, der nicht diese Voraussetzungen erfüllt, die die Gesetzgebung vorgeschrieben hat. Denn sonst hätte dies genau keinen Sinn. Es macht Sinn, den Taqlid bei denjenigen zu machen, die diesen Rang besitzen und die religiösen Rechtsurteile eindeutig aus den Quellen extrahieren können. An Abi Abdullah alayhi salam, annahu qala Rasulullah sallallahu alayhi wa alih, innal ulama'a warathatul anbiya'. Und diese Überlieferung haben wir auch in der ersten Fiqh-Lektion gelesen, nämlich sie ist zu finden in Usul al-Kafi, Band 1, Kitab Fadl al-Ilm, dort Bab Thawab al-Alim wal-Muta'allim, Seite 34, Hadith Nummer 1. Und auch lesen wir, dass der Fürst der Gläubigen, alayhi salam, sagt: ذلك بأن مجار الأمور والأحكام على أيدي العلماء بالله الأمناء على حلاله وحرامه. Die Angelegenheiten und Urteile befinden sich in den Händen der Wissenden um Allah, also die Gelehrte, al-Ulama, die anvertraut sind über sein Erlaubtes und Verbotenes. Und auch diese Überlieferung finden wir in Buch Tuhaf al-Uqul an Al Rasul, Seite 238. Und dann sagt der Sayyid: so groß wie die Verantwortung ist, welche die islamische Gesetzgebung den religiösen Rechtsgelehrten zugesprochen hat, umso größer sind auch die Voraussetzungen und Bedingungen, wie beispielsweise die Gottesfurcht, der Glaube und die Redlichkeit, sowie das Aufnehmen von sämtlichem Wissen, damit sie auch tatsächlich als Erben der Propheten bezeichnet werden können. Nicht jeder, der sich als Gelehrter bezeichnet, nicht jeder, der ein, zwei, drei Sätze über den Islam sagen kann, ist derjenige, auf dem auch diese Überlieferungen zutreffen. Der Erbe der Propheten, die Anvertrauten über sein Erlaubtes und Verbotenes, Schutzmauer des Islams. Ja, umso höher der Rang des Faqihs ist, umso höher ist natürlich auch die Verantwortung, die er trägt. Denn nicht umsonst dürfen wir dann Taqlid, also die religiöse Nachahmung bei ihm machen, beziehungsweise auf seinen gemäß seinen Rechtsurteilen verfahren. So wird uns von Imam al-Hasan al-Askari alayhi salam überliefert, dass er sagte: فَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ صَائِنًا لِنَفْسِهِ حَافِظًا لِدِينِهِ مُخَالِفًا عَلَى هَوَاهُ مُطِيعًا لِأَمْرِ مَوْلَاهُ فَلِلْعَوَامِ أَنْ يُقَلِّدُوهُ. Es wird von Imam al-Hasan al-Askari alayhi salam überliefert, dass er sagte: wer von den Fuqaha, also wer von den Rechtsgelehrten, sich selbst zügelt, seine Religion schützt, gegen seine Neigung und nach dem Befehl seines Herrn handelt, so müssen die normalen Menschen ihn nachahmen. Und hier findet auch das, hier sagt der Imam auch das Wort Taqlid. فَلِلْ عَوَامِ أَنْ يُقَلِّدُوهُ. Sie müssen Taqlid bei ihm machen, das heißt, sie müssen quasi ihre Taten wie eine Kette an seinem Hals geben. In einer anderen Überlieferung, welche auf Imam Sadiq a.s. zurückgeht, heißt es: wer sein falsches Wissen verkauft, erleidet die Armut. Ich sagte, also der Erzähler sagte: in euren Anhängern befinden sich jene, welche euer Wissen tragen und es unter euren Anhängern verbreiten und dennoch von den Leuten angesehen und besucht und respektiert werden. Und da sagte der Imam: diejenigen gehören nicht dazu. Betroffen sind die, welche ohne Wissen und ohne Rechtsleitung heraus Rechtsurteile erlassen, gierig die Güter des Diesseits zu sammeln. Ja, also wenn wir uns diese Überlieferung anschauen, dann sagt der Imam:
Wer sein falsches Wissen verkauft, erleidet die Armut. Also derjenige, der meint, er hätte Wissen, obwohl dieses Wissen nicht korrekt ist, und dieses Wissen verkauft, er verkauft sich selber quasi damit. Er ist derjenige, der dieses Wissen hat und sich den Menschen demgemäß präsentiert. Derjenige erleidet die Armut. Aber dann kam der Einwand von den Gefährten des Imams, dass es doch einige eure Anhänger gibt, die quasi von sich aus behaupten, sie haben Wissen und dieses Wissen verbreiten. Und der Imam hat diese eine Gruppe von denjenigen ausgeschlossen. Er meinte, nein, das sind diejenigen, die mit der Rechtleitung heraus sprechen. Aber die, die ich meine, die sprechen ohne Rechtleitung heraus, gierig danach, die Güter des Diesseits zu sammeln. Das heißt, der Imam trennt hier ausführlich zwischen denjenigen, die Wissen mit Rechtleitung haben, und denjenigen, die Wissen ohne Rechtleitung haben. Und auch ähnlich, und diese Überlieferung finden wir im Werk Wasa'il al-Shia, im Kitab al-Qadha, Kapitel Nummer 11, Hadith Nummer 33427, Band 27, Seite 141. Ähnliche Überlieferungen finden wir auch bezüglich des heiligen Gesandten Gottes, Muhammad sallallahu alaihi wa alihi, worin er sagte, Al-Fuqaha Umana ur-Rusul. Auch diese Überlieferung aus Usul al-Kafi haben wir in der ersten Lektion vorgelesen. Die Rechtsgelehrten sind die Anvertrauten der Propheten, solange sie nicht dem Diesseits verfallen. Und er wurde gefragt, O Gesandter Gottes, was ist das Verfallen zum Diesseits? Und er antwortete, das Folgen des Sultan, also des Gewaltherrschers. Wenn sie dies tun, dann gebt Acht vor ihnen für eure Religion. Und diese Überlieferung haben wir auch ausführlich in der ersten Lektion thematisiert. Weiterhin, viele Überlieferungen weisen uns darauf hin, dass die Religion niemals von ihren Gelehrten getrennt werden kann. Es sind die Gelehrten, welche ein tiefgründiges Verständnis besitzen, sowie fähig sind, seine Lehren den anderen zu übermitteln und die falschen Behauptungen allesamt zu widerlegen. Diesen Aspekt machte der Gesandte Gottes in der folgenden Überlieferung deutlich. Also der Sayyid sagt hier, dass die Fuqaha, dass die Anvertrauten der Propheten und ihre Erben nicht nur diejenigen sind, die nur die Religion quasi weitergeben, sondern sie sind auch diejenigen, die die Religion vor Übergriffen schützen, vor theologischen Angriffen schützen, vor sozialen Angriffen schützen, vor gesellschaftlichen Angriffen schützen. Der Prophet sallallahu alaihi wa alaihi sagte, die Religion wird in jeder Epoche von Gerechten getragen. Sie widerlegen die falschen Interpretationen der Unwissenden, die Irreleitungen der Übertreiber und decken die Falschheiten der Unwissenden auf, welche eine hohe Position bekleidet haben. Also wir sehen hier ein weiteres Aufgabengebiet der Fuqaha. Also diejenigen, die ein gesamtes Verständnis über die Religion besitzen, dass sie auch die Aufgabe haben, diese Rechtsschule und den Islam auch zu schützen vor diesen theologischen Angriffen. Diese Überlieferung finden wir auch im Werk Wasa'il al-Shia, Kitab al-Qadha, Kapitel 11, Hadith Nummer 33458, Band 27, Seite 150. Dann schreibt der Sayyid, der heilige Koran selbst macht den Menschen darauf aufmerksam, dass er im Fall der Unwissenheit die Experten und Wissenden befragen soll. Und dann führt er den Vers auf, فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. So fragt die, welche die Ermahnung besitzen, wenn ihr nicht wisst. Dieser Vers befindet sich in Sura 16, Vers 43. Und dann schreibt der Sayyid, das Schauen in das Gesicht eines Rechtsgelehrten wurde als Gottesdienst bezeichnet, damit die Menschen motiviert werden, bei Unwissenheit zu ihnen zurückzukehren und das Wissen und die Rechtsurteile von ihnen zu entnehmen. Und viele Überlieferungen bestätigen diese Tatsache, wie zum Beispiel von Ahmad ibn Ishaq wird überliefert, dass der Imam Abu al-Hasan a.s. fragte, an wen soll ich mich wenden und von wem entnehme ich religiöse Urteile? Und wessen Worte gehorche ich? Und der Imam antwortete, Al-Umayri ist mein Vertreter, ist mein Vertrauter. Was er über mich sagt, das stammt von mir. So gehorche ihm, denn er ist der Vertrauenswürdige. Ich fragte aber Muhammad eine ähnliche Frage. Und er antwortete, Al-Umayri und sein Sohn sind meine Anvertrauten. Was sie über mich sagen, das stammt von mir. So gehorche ihnen, denn sie sind vertrauenswürdig. Und hier sehen wir nochmal, dass die Ahlul Bayt a.s. selber auf Menschen hingewiesen haben, dass sie zu ihnen zurückkehren sollen bei Fragen und Angelegenheiten. Denn es konnte sein, dass beispielsweise ein Imam in Medina war und die Menschen hatten Fragen
in Mekka. Und damals gab es ja nicht sowas wie Telefon oder Internet. Damit haben die Ahlul Bayt bestimmte Vertreter in bestimmte Städte gelassen und den Menschen befohlen, sich bei Fragen an ihnen zu wenden und an ihnen zu richten. Und hier sehen wir nochmal, dass der Ijtihad auch zur Zeit der Imame vorhanden war. Denn es kam vor, dass beispielsweise ein Vertreter eine bestimmte Frage gefragt wurde und er hat auf diese Frage keine Antwort von den Imamen persönlich gehört. Und dementsprechend hat er aus der religiösen aus seiner religiösen Anstrengung heraus ein Rechtsurteil extrahiert und den Menschen befohlen, gemäß diesem Rechtsurteil zu handeln. Wir sehen noch hier eine weitere Überlieferung von Ishaq ibn Ya'qub. Wird berichtet, dass er sagte, ich habe Muhammad ibn Uthman al-Umayri darum gebeten, dem Imam al-Mahdi, möge Allah seine Erscheinung beschleunigen, ein Buch von mir zu reichen, in dem ich einige Fragen gestellt habe, die mir ein Problem bereiteten. Ja, das war also einer der Vertreter in der kleinen Verborgenheit. Da antwortete der Imam mit seiner eigenen heiligen Schrift, also Imam al-Mahdi, schrieb, was deine Fragen betrifft, möge Allah dich recht leiten und befestigen. Und so fängt der Imam immer mit der Beantwortung einer Frage an, bis er die folgende Stelle erreicht hat. Was die eintretenden Ereignisse betrifft, so kehrt zu den Berichterstattern unserer Überlieferungen zurück. Denn sie sind mein Zeichen über euch und ich bin das Zeichen Allahs. فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ وَأَنَا حُجَّةُ اللَّهِ. Und diese Aussage ist eindeutig. Die religiösen Rechtsexperten, die die Bedingungen erfüllen, sind die Beweise und die Hujja von Imam al-Mahdi höchstpersönlich auf uns. Das heißt, es gibt hier keinen Platz für Zweifel. Und der Sayyid schreibt als Erläuterung zu dieser Überlieferung, die Frage, die sich bei dieser Überlieferung stellen mag, ist, wieso der heilige Imam von Berichterstattern spricht. Ja, فَرْجَعُوا إِلَىٰ رُوَاتِ حَدِيثِنَا, die Berichterstatter unserer Überlieferungen. Und nicht von Gelehrten oder Fuqaha. Also der Imam hat hier nicht Fuqaha oder Ulama gesagt. Der Grund hierfür mag darin liegen, dass die Gelehrten der Rechtsschule der Ahlul Bayt nicht aus eigener Meinung handeln oder den religiösen unzulässigen Qiyas, also den Analogieschluss, verwenden. Ihre Rechtsurteile haben die reinen Überlieferungen und Koranverse als Basis und damit sind sie letztendlich nicht mehr als die Berichterstatter der reinen Imame. Weil man wird öfters damit konfrontiert, dass die religiösen Rechtsexperten in der heutigen Zeit den religiös unzulässigen Qiyas anwenden, also den Analogieschluss machen, oder dass sie aus ihrer Meinung selbst heraus Rechtsurteile erlassen. Und diese Überlieferung macht deutlich, nein, die religiösen Experten sind im Grunde genommen nur die Berichterstatter der Überlieferungen. Das heißt, sie lesen sich die Überlieferung durch, sie lesen sich den Heiligen Koran durch und machen dadurch ihre Rechtsurteile. Nachdem wir nun die Beweise bezüglich des Taqlids, also bezüglich der religiösen Nachahmung hier kurz aufgeführt haben, werden wir inshallah in der nächsten Lektion schauen, inwiefern es auch Taqlid oder religiöse Nachahmung bezüglich den Glaubensüberzeugungen gibt. Ist dies gestattet oder ist dies nicht gestattet? Was hat es genau damit auf sich? Dies werden wir inshallah in der nächsten Lektion ausführlich erklären. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآله